Ja, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was jetzt sozusagen hier präsentiert werden soll. Ich habe das genannt, als ich gefragt worden bin, worüber ich hier sprechen möchte, Wirtschaft und Verwandtschaft am Beispiel Köln. Das hat sich im Laufe der Zeit, ich glaube, die Anfrage war im letzten Sommer, hat sich das ein bisschen verändert, aber das soll nicht ihr Schaden sein, weil sich das sozusagen ein bisschen mehr in Richtung des Hanseraums entwickelt hat. Ich bin natürlich jetzt in Rostock zwar immer noch Kölner Stadthistoriker, aber muss mich natürlich auch mit anderen Städten beschäftigen, zum Beispiel Rostock. Und aus diesem Grund, ursprünglich als Aufhänger gedacht, hat das immer mehr Raum eingenommen, ist das jetzt ein Vortrag, der eigentlich gar nicht mehr nur das Beispiel Köln betrifft, sondern der weit über das Kölner Material eigentlich hinausgeht. Vielen Dank, dass ich hier vorstellen darf. Es ist ein Thema, haben wir gerade ja schon kurz im Büro bei Angela Wang besprochen, ein Thema, das so ein bisschen quer vielleicht zur traditionellen Hanse-Geschichte verläuft, aber ich hoffe sehr, dass es ihr Interesse finden wird und dass es vielleicht auch dann auch in der Diskussion noch Gelegenheit geben wird, klarzumachen, warum das am Ende dann natürlich auch mitten in das Herz, wenn man so will, der Hanse-Geschichte hineinführt. Ganz kurz zur Gliederung, die werden Sie gleich nochmal wieder sehen. Also ich werde erst ein bisschen was zur Verwandtschaftsforschung sagen, um das Feld sozusagen aufzureißen. Dann, wie gesagt, ein Beispiel aus Rostock. Dann geht es um Köln ein bisschen. Werde ich das in einen konkreten Zusammenhang einordnen, diese beiden Quellenstücke. Und letztlich kommt dann eine Zusammenfassung, die das Ganze nochmal zu bündeln versucht. Kommen wir also zum ersten Punkt. Zu den tief verwurzelten und damit schwer zu überwindenden Vorstellungen von der Welt des Mittelalters gehört seit der Romantik, dass in dieser die Familie, also im Mittelalter, nicht in der Romantik, die Familie und der weitere Kreis der Verwandtschaft den zentralen Bezugsrahmen der Menschen bildete. In einer verklärenden Perspektive wird das Mittelalter als noch heile Welt gedeutet, die geprägt ist durch funktionierende primäre menschliche Beziehungen. Das Mittelalter wird so als Gegenentwurf der werdenden Industriegesellschaft mit ihren Entfremdungseffekten gegenübergestellt. Lange vor den Auswüchsen eines vermeintlich zerstörerischen Individualismus habe sich der mittelalterliche Mensch in den verwandtschaftlichen Beziehungen sicher eingebunden gefühlt und diese auch nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, oft unausgesprochene Annahme ist dabei, dass der Fortbestand der Familie, des Hauses oder des Geschlechts das zentrale Lebensziel des mittelalterlichen Menschen war, zumindest, wenn aber auch nicht nur, wenn es um die irdischen Ziele ging. Entstanden ist diese Vorstellung, wie gesagt, in der europäischen Romantik seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, letztlich als Reflex auf den gefühlten Verlust dieser vermeintlich heilen Welt funktionierender verwandtschaftlicher Beziehungen. In den letzten Jahren ist wie vieles andere auch dieser Aspekt etablierter Mittelalterbilder von der Forschung immer stärker unter Beschuss genommen worden. Die berechtigten Angriffe gegen diese Vorstellung kommen dabei aus zwei Richtungen. Die eine ist eine sozialtheoretische. Das Verwandtschaftskonzept, das der eben skizzierten Vorstellung vom Mittelalter zugrunde liegt, geht von Verwandtschaft und Familie als natürlichen, sich gewissermaßen automatisch aus der Fortpflanzung ergebenden Sozialformen aus. Was eine Mutter, was ein Vater ist, musste in dieser Sicht ebenso wenig erklärt oder historisch rekonstruiert werden, wie die Emotionen, die den Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, aber auch zwischen den weiteren Teilnehmern des verwandtschaftlichen Netzes zugrunde lagen. Die affektiven Bindungen zwischen Verwandten wurden grundsätzlich als anthropologische Konstanten aufgefasst. Abweichungen von diesen natürlichen Beziehungsformen wurden entsprechend als moralisch eindeutig qualifizierbare Sonderfälle behandelt. Eine solche Vorstellung von Verwandtschaft ist ausgehend von der soziologischen Forschung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert konsequent auch in der Geschichtswissenschaft in Frage gestellt worden. Der Perspektivwechsel hängt also wohlgemerkt nicht mit den aktuellen Diskussionen um Gender und mögliche alternative Familienformen zusammen. Heute ist zumindest in der historischen Verwandtschaftsforschung die Erkenntnis durchgedrungen, dass Familie und Verwandtschaft ebenso Ergebnis spezifischer Konstruktionsprozesse sind, wie vermeintlich künstliche Beziehungsformen wie Korporationen oder andere vertraglich gegründete Gruppen. Konkret folgt daraus für den Historiker, dass Verwandtschaft als gesellschaftliches Strukturelement, jetzt kommt ein bisschen der Titel der Habil ins Spiel, nicht als gegeben angenommen werden kann, sondern dass immer wieder neu danach zu fragen ist, wie in einer bestimmten historischen Situation
verwandtschaftliche Beziehungsformen wirksam sind, beziehungsweise welche Formen der Verwandtschaft es überhaupt gab. Also das war das erste Argument, ein sozusagen sozialtheoretisches. Das zweite Argument gegen die Vorstellung vom Mittelalter als heiler Welt verwandtschaftlicher Beziehungen führt mich noch näher an das Thema meines heutigen Vortrages heran. Die Verwandtschaftsforschung, die dem gerade skizzierten theoretischen Ansatz gemäß nach Zeugnissen für die Relevanz von Verwandtschaft in bestimmten historischen Kontexten gesucht hat, konnte viele inhaltliche Annahmen der älteren Forschung widerlegen. Familie und Verwandtschaft hatten keineswegs die alles andere überschattende Bedeutung, die ihr die ältere Forschung zugewiesen hatte. Auf diese allgemeine Feststellung zielen meine folgenden Ausführungen. Ginge man davon aus, dass verwandtschaftliche Bindungen eine sichere, gleichsam natürliche Ressource darstellen, so würde sich daraus zwangsläufig ergeben, dass auch die mittelalterlichen Akteure in besonderer Weise die Nähe und den Zusammenhalt mit ihren Blutsverwandten gesucht haben. Verwandtschaft bedeutete unter dieser Perspektive Vertrauen und Verlässlichkeit. Entsprechend wäre zu erwarten, dass man Verwandte möglichen anderen Kooperationspartnern vorzog, denn wem könnte man mehr vertrauen als den Eltern und Geschwistern, als den Eltern und Großeltern, wem mehr als den eigenen Geschwistern? Und selbst Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen könnten noch auf diesen Vertrauensvorschuss rechnen, der sich vermeintlich aus der Verwandtschaft ergab. Entsprechend wäre es naheliegend, dass sich solche größeren Verwandtschaftsgruppen auch als wirtschaftliche Akteure nachweisen lassen. Zu erwarten wäre, dass Verwandte miteinander kooperierten, wenn es um die Sicherung des eigenen Vermögens ging oder aber um die Aufbringung größerer Kapitalmengen, wie sie seit dem 13. Jahrhundert im Handel und in der immer kapitalintensiveren Stadtwirtschaft benötigt wurden. Es soll wohlgemerkt im Folgenden nicht darum gehen, Sie davon zu überzeugen, dass Verwandtschaft im mittelalterlichen Wirtschaftsleben keine Rolle gespielt hat. In der Tat hat es ja etwa im Spätmittelalter Handelsgesellschaften gegeben, die sich aus Verwandten zusammensetzten, beziehungsweise in denen Verwandte gemeinsam wirtschaftliche Ziele zu erreichen versuchten. Also es geht nicht darum, sozusagen grundsätzlich Verwandtschaft als Strukturelement, würde ich das nennen, in Abrede zu stellen. Mein Punkt ist ein anderer. Ich werde Ihnen zeigen, dass Verwandtschaft nicht nur von Vorteil war, umgekehrt gesagt, dass verwandtschaftliche Bindungen oft ein Hemmnis bei der Verfolgung wirtschaftlicher Interessen waren und dass man dieses Hemmnis durchaus auszuschalten versuchte. Wie man dabei vorging und welcher Mittel man sich dabei bediente, werde ich im Folgenden zu zeigen versuchen. Dabei werde ich sehr nahe an das Quellenmaterial herangehen, denn nur im Kontakt mit den Quellen, der Grundlage unseres Wissens über die Geschichte, lassen sich wissenschaftliche Hypothesen entwickeln und überprüfen. Dabei interessiere ich mich besonders für eine frühe Phase der mittelalterlichen Stadtgeschichte, grob gesagt für das 12. und 13. Jahrhundert. Diese Zeit kann man in vielfacher Hinsicht als die Formierungsphase der mittelalterlichen Stadt und damit auch einer durch Städte geprägten Wirtschaft bezeichnen. Hier entstehen Praktiken und institutionelle Lösungen, die die europäische Stadt- und Wirtschaftsgeschichte bis weit in die frühe Neuzeit hinein prägen werden. Ähnlich wie bei der Verwandtschaftsgeschichte, deren neuere Ansätze ich Ihnen zuvor präsentiert habe, geht es mir auch bei der Stadtgeschichte darum, meinen und damit auch Ihren Blick von möglichst vielen Vorannahmen zu befreien, bevor wir uns dem Quellenmaterial nähern. Ich werde Ihnen daher nichts von der Entstehung der kommunalen Stadtverfassung erzählen, von der Ausbildung des Stadtrats, der Entstehung des Stadtrechts oder gar der Entwicklung städtischer Verwaltungspraxis seit dem 12. Jahrhundert. Vieles von dem, was ich im Folgenden vorstelle, könnte man in solche größeren Entwicklungslinien einordnen. Oft führen derartige rasche Festlegungen aber dazu, dass das vorhandene Quellenmaterial durch den vorgeformten Blick gewissermaßen verzerrt wird. Damit zur ersten Quelle. Ich zeige Ihnen, obwohl ich den Hanseraum, wie gesagt, gleich dann auch wieder Richtung Köln verlassen muss, in Klammern gesagt, übrigens ist natürlich Köln auch eine Hansestadt, aber das nur am Rande. Ich zeige Ihnen zunächst eine Quelle aus Rostock, also sozusagen meinen neuen Wirkungsbereich. Was Sie hier sehen, ist eines der ältesten in Rostock von Vertretern der Stadt geschriebenen Schriftstücke. Es handelt sich um ein etwa 60 x 26 cm großes Pergamentblatt, also etwa dieses Format,
das in zwei Spalten von verschiedenen Händen beschrieben wurde. Notiert werden auf diesem Bogen ausschließlich Grundstücksgeschäfte zwischen Bewohnern der Stadt Rostock, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal seit knapp 40 Jahren über ein urkundlich bestätigtes Stadtrecht verfügte. 2018 haben wir ja das große Jubiläum gefeiert. Typisch für die gesamte Quellengattung ist gleich der erste hier notierte Eintrag, den ich jetzt genauer mit Ihnen betrachten werde. Also hier, wir bewegen uns, Moment, hier oben geht's los. Also geführt wird das Ganze erstmal hier runter natürlich und dann in der zweiten Spalte. Und es geht um den ersten Eintrag hier in der Vergrößerung, kann man vielleicht so ein bisschen erkennen hier oben, in der Transkription im Lateinischen und Serviceleistung für Sie in der Übersetzung aus dem Lateinischen. Kurz zusammengefasst geht es darum, ein gewisser Reinhard von der Mühle, den habe ich jetzt mal so genannt, das fällt auch in Anklang an meinen Familiennamen, aber Reinvardus de Molendino heißt er auf gut Latein, ein gewisser Reinhard von der Mühle und seine Ehefrau Gerbergis setzen sich gegenseitig als Miteigentümer in ihren Besitz ein. Dabei behält jeder der beiden 12 Mark zur freien Verfügung, die Frau überdies noch ihre Kleidung. So banal, so knapp eigentlich, wenn man zusammenfasst. Die Frage ist aber natürlich, worum geht es hier eigentlich? Es handelt sich um eines von zahlreichen ähnlichen Zeugnissen, die man mit einem modernen Begriff als Ehevertrag bezeichnen könnte. Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Eigentumsrechts der beiden Eheleute. Hintergrund ist das zu dieser Zeit in Rostock wie in vielen Städten des Hanseraums geltende Erbrecht, das, ohne hier in die rechtsgeschichtlichen Details zu gehen, ursprünglich eine relativ schwache Stellung des überlebenden Ehepartners zur Folge hatte. Diese und zahlreiche vergleichbare Einträge hatten zum Ziel, die Stellung des überlebenden Ehepartners, also wenn einer der beiden gestorben ist, für den Fall zu stärken, dass die Ehegemeinschaft ausgelöst wird. Also das ist sozusagen der Standardfall, einer stirbt und was passiert dann jetzt eigentlich mit dem gemeinsamen Besitz? Und hier in diesem Eintrag und wie gesagt in zahlreichen anderen geht es grundsätzlich um die Abwehr möglicher Ansprüche der Verwandten des verstorbenen Ehepartners. So sollten also etwa Erbansprüche der Geschwister des verstorbenen Ehepartners verhindert werden. Also das heißt entweder der Frau oder des Mannes, je nachdem wer zuerst gestorben ist. Denn diese Geschwister konnten dem überlebenden Ehepartner Teile des gemeinsam genutzten Besitzes entziehen. Soweit zumindest die grundsätzliche Regelung. Was genau sozusagen da im Hintergrund steht, werden wir später noch erfahren. Sie ahnen aber sicherlich schon, dass derartige Quellennachrichten, also wie dieser erste aus Rostock, das Thema der Verwandtschaft unmittelbar betreffen. Der aus Rostock überlieferte Vorgang von 1257 steht stellvertretend für die generelle Tendenz in den nord- und westdeutschen Städten des 13. und 14. Jahrhunderts, die rechtliche Stellung der Ehegemeinschaft im Vergleich zu anderen möglichen verwandtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Auch dazu werde ich später noch mehr sagen. Zunächst aber einige Worte zur Entstehung dieser Quelle. Worum handelt es sich? Also das heißt, was ist das eigentlich hier? Zahlreiche Einträge schließen mit der Formulierung, Zitat, Actum est coram consulibus, Zitat Ende, also etwa übersetzt, verhandelt wurde dies vor den Ratsherren. Auf dem Pergamentbogen wurden also Rechtsgeschäfte notiert, die vor dem Rostocker Rat verhandelt worden sind. Was hatte nun der Rat mit den Geschäften zu tun? Kurz gesagt, eigentlich gar nichts. Der Rat bzw. ein Ausschuss der Ratsherren, es sind meistens nur einige der Ratsherren, fungiert hier ausschließlich als besonders sicherer Kreis von Zeugen. Was sich die vor dem Rat vertretenen Parteien von diesem Zeugnis der Ratsherren erhofften, wird auf dem gezeigten Rostocker Blatt in einer interessanten Formulierung wiedergegeben. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Eintrag, der sich hier unten befindet. Also dieser hier. Auch wieder Übersetzung, Transkription, Übersetzung. Also ein gewisser Konrad von der Steinbrücke, können wir vielleicht übersetzen, lässt seiner Frau Walburgis alle seine Güter auf, also überträgt ihr seine Güter, und diese ihm gleichfalls, also das Ähnliche, wie wir das eben schon hatten, damit, jetzt geht das weiter, wer den anderen überlebt, alles zu freiem Eigen besitze. Und jetzt kommt die interessante Formulierung. Und damit nicht jemand anderes die vorgenannten Güter mit besserem Recht beanspruche, wurde dies vor allen Ratsherren verhandelt. Zitat Ende. Hier wird explizit formuliert, dass das Zeugnis der Ratsherren der Abwehr konkurrierender Ansprüche dient. Wer mit den Personen gemeint ist, die das Besitzrecht des überlebenden Ehepartners eventuell anfechten könnten, wird auch in diesem Fall nicht explizit gesagt. Klar ist aber,
dass es sich dabei eigentlich nur um potenziell Erbberechtigte und damit um verwandte Personen handeln konnte. Man muss bedenken, dass das eigentliche Eigentumsrecht der Eheleute überhaupt nicht aufgezeichnet wurde. Also das kommt in diesen frühen Zeugnissen gar nicht vor. Dass sie die nur summarisch als Bona bezeichneten, also Güter bezeichneten Vermögenswerte besitzen, scheint also überhaupt nicht in Frage zu stehen. Notiert wird hier ein vor den Ratsherren als Zeugen abgeschlossener Übertragungsvorgang, der den später eintretenden Erbgang in bestimmter Weise beeinflussen sollte. Damit ist klar, dass sich dieser und viele andere Einträge gegen Verwandte der Eheleute richten, die möglicherweise Ansprüche anmelden würden. Der Vorgang, das ist für meine Argumentation wichtig, hebelt damit das eigentlich geltende Erbrecht aus bzw. umgeht es. Wäre dies nicht der Fall, müsste man hier überhaupt nicht vor den Ratsherren verhandeln, da vor diesen nur ein sehr kleiner Teil solcher Besitzübertragungen überhaupt zur Sprache gekommen ist. Die Standarderbgänge laufen ohne Beteiligung des Rates ab. Das heißt, hier geht es um einen Sonderfall, um eine Veränderung, wenn man so will, des eigentlich üblichen Erbganges. Interessant ist, dass dieser Pergamentbogen wohl einem größeren Kreis von Personen zugänglich gemacht wurde. Also ein bisschen in der Nähe von speziellen Dingen, die mit der Materialität der Quelle zu tun hatten. Wir sehen hier oben einen Einschnitt, den gibt es auf beiden Seiten, und hier auch noch so eine Durchstechung sozusagen. Und man kann vermuten, gleich werden Sie wahrscheinlich noch besser verstehen, wie ich darauf komme, man kann vermuten, dass das Blatt damit an eine Leiste möglicherweise, an einer Leiste befestigt worden ist und dass dieses Blatt eben ausgehängt war. Also das heißt, es ist nichts, was in irgendeiner Weise in einer Schublade oder so aufbewahrt worden ist, sondern es ist wahrscheinlich zumindest zu bestimmten Gelegenheiten ausgehängt worden. Jetzt müssen wir natürlich sagen, öffentlich ausgehängt. Vielleicht im Rathaus kann man nicht genau sagen, kann man nur vermuten aufgrund von Parallelfällen. Merken Sie sich das mal so als kleines Detail am Rande. In den 1250er Jahren, um das mal kurz zusammenfassend, sind in Rostock also Bewohner der Stadt vor den Rat getreten und haben dort vermögensrechtliche Regelungen verhandelt. Aufgezeichnet wurden diese Regelungen dann in knapper Form durch einen wohl vom Rat bezahlten Schreiber auf einem großen Pergamentbogen. Diesen Bogen hat man vermutlich später, vielleicht aber auch schon während der Führung des Bogens, aufgehängt, damit die festgehaltenen Rechtsgeschäfte eine größere Öffentlichkeit erreichten. Sie werden sich über die vielen Verleih vielleicht, möglicherweise, eventuell wundern, aber das liegt einfach daran, muss man sich klar machen, das ist das Einzige, was wir überhaupt haben. Es gibt ja keine anderen Parallelquellen, die diese Hypothese absichern können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie komme ich jetzt nach Köln? Werden Sie gleich sehen, indem ich einfach jetzt mit einem nächsten Quellenzeugnis, das nochmal die Löcher in die Ecke komme, und zwar einem Quellenzeugnis aus Köln. Was Sie hier sehen, vielleicht kann der eine oder andere mir jetzt schon folgen und sagen, das sieht ja irgendwie so ähnlich aus. Was Sie hier sehen, ist eine der berühmten Kölner Schreinskarten. Wer sich dem nicht anschließen kann, also das noch nie gehört hat, keine Sorge, in der Geschichtswissenschaft berühmt, für die anderen vielleicht nicht so sehr, aber egal. Wie gesagt, Sie sehen eine dieser Schreinskarten, und zwar sehen Sie die älteste Schreinskarte, die es überhaupt gibt. Also das heißt, die älteste Kölner Schreinskarte, entstanden vor 1130 und geführt, also das heißt vor allen Dingen diese Einträge, die Sie hier sehen, seit den 30er Jahren, also mehr als 100 Jahre vor dem Stück, was Sie da gerade aus Rostock gesehen haben. Ist das Rostocker Blatt eines der ältesten Zeugnisse aus der Warnowstadt, also das älteste sozusagen, sagen wir mal, bürgerliche Schriftstück aus Rostock, so haben wir mit der Schreinskarte aus St. Laurenz, also aus dieser Kölner Pfarrgemeinde St. Laurenz, das älteste Zeugnis bürgerlich-städtischer Schriftlichkeit im ganzen deutschen Sprachraum überhaupt vor uns. Also das muss man sich mal klar machen, kurz anhalten, auf der Zunge zergehen lassen. Das hier sind die ältesten überhaupt vorhandenen Aufzeichnungen durch städtische, wie soll man sagen, Personen, also Amtsträger im weitesten Sinne, überhaupt. Also es gibt nichts Älteres im deutschen Sprachraum. Wenn man natürlich nach Süden geht, nach Italien, ist es ein bisschen anders, aber das ist eben eines der ältesten Stücke überhaupt. Nee, nicht eines, es ist das älteste Stück überhaupt. Die Ähnlichkeiten mit dem Rostocker Stück erschließen sich vielleicht nicht auf den ersten Blick. Wie gesagt, man kann es eigentlich erkennen, aber vielleicht nicht so sehr. Nochmal kurz zurück. Das liegt daran, dass es nicht genauso aussieht, liegt daran, dass das Ganze ursprünglich eine andere
Funktion hatte als das Rostock-Stück. Ursprünglich ist das nämlich eine Bürgerliste. Sie sehen hier in diesen Spalten ausradiert übergeschriebene einzelne Personennamen, also Vornamen. Und das sind die Bürger, also das heißt die zu dieser kommunalen Gemeinde gehörenden Personen, also die sozusagen hier bestimmte Rechte haben. Immer wenn jemand stirbt, wird er ausradiert. Wenn jemand neu dazukommt, wird er dann eben in diese Liste eingetragen. In der Zeit vor 1130 angelegt. Und ab etwa 1130 nutzt man dieses Blatt, wie gesagt, ursprünglich eine Bürgerliste, nutzt man dann dazu, um solche Eintragungen hier vorzunehmen. Und das sind Eintragungen, jetzt werden Sie sich vielleicht nicht wundern, die genau das Gleiche eigentlich enthalten wie die Rostocker. Also das heißt, es geht hier um Grundstücksübertragungen, um erbrechtliche Angelegenheiten und so weiter. Wie gesagt, das ist die älteste, wenig jünger, also 5-6 Jahre später angelegt, leider nicht in einer guten Auflösung verfügbar, ist diese Karte aus einer anderen Kölner Sondergemeinde, wie das in der Forschung heißt, St. Martin. Und hier sehen Sie schon, das ist schon sehr, sehr nah an dem Rostocker Beispiel, sprich Spalten, in die Dinge eingetragen werden. Ich kann da reinzoomen, aber Sie sehen leider nicht viel, weil die Auflösung so schlecht ist. Und auch hier sind einzelne Einträge, die eben Grundstücksgeschäfte und ähnliche Dinge festhalten. Wie gesagt, ganz sind, also das muss man sich immer klar machen, und das ist der Grund, warum das hier so eine große Bedeutung hat. Sie sind am Anfang von sowas wie städtischer Schriftlichkeit hier. Und zwar in der Erprobungsphase, kann man eigentlich sagen. Wie gesagt, 100 Jahre etwa, vielleicht ein bisschen, ja, mehr als 100, 150 Jahre, 130, 140 Jahre vor den Rostocker Beispielen. Lübeck ist etwa 100 Jahre nach diesen, da gibt es die ältesten stadtbuchartigen Aufzeichnungen im Übrigen. Jetzt muss ich mal kurz zurückführen. Also wie gesagt, in mehreren Spalten, also auch Besitzveränderungen und das ganze 100 Jahre vorher. Beide Kölner Karten, das ist eben das Interessante, haben darüber hinaus eine weitere Gemeinsamkeit, die sie dann wiederum mit dem Rostocker Beispiel verbindet. Beide haben nämlich auch hier oben, sehen Sie das bei der Karte aus St. Martin, Löcher. Und auch hier in der Laurenzkarte, also auch hier solche Einstiche, die, und hier weiß man es etwas genauer, die daher rühren, dass man das an eine Leiste genagelt hat, oben und unten, und das eben im Rathaus, sage ich jetzt mal so etwas unpräzise, im Rathaus ausgehängt hat. Also das heißt, auch das war ein Stück, deshalb die Parallele zu Rostock, das einer bestimmten Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden sollte. Sowohl in Rostock wie dann auch eben in Köln oder wie eben vorher auch in Köln ist man kurze Zeit, nachdem diese großen Karten angelegt worden sind, dazu übergegangen, statt der Einzelblätter oder besser Bögen, Hefte anzulegen. Also zeigt man das mal hier, das zum Beispiel aus Köln, ein bisschen später, aber das gibt es eben am Ende des 12. Jahrhunderts fängt das in Köln an, dass man nicht mehr solche riesigen Pergamentbögen nimmt, sondern eben Doppelblätter, die man dann, das ist eben der Witz, die man dann irgendwann zu Büchern, also sprich zu Handschriften, zusammenbindet. Und dann hat man eben sozusagen Bücher. Hier am Beispiel von Rostock mal, das ist ein solches Heft, das ursprünglich wahrscheinlich auch nur so ein Heft war. Also erst hat man die großen Karten benutzt, dann nimmt man solche Hefte. Und der dritte Schritt ist dann, man bindet das zu Büchern zusammen. Wie gesagt, diese hier ganz knapp zusammengefasste Entwicklungsgeschichte, also materiell gesehen, große Karte, Heft, Buch, erklärt, wieso die Forschung die hier vorgeführten Zeugnisse in die Kategorie der Stadtbücher eingeordnet hat. Also das werden vielleicht viele schon mal gehört haben, diesen Begriff. Entsprechend wurden die Rostocker Bögen, und so ist es heute noch in der Archivsystematik, als Stadtbuchfragmente bezeichnet. Interessanterweise. Die Archivare des 19. Jahrhunderts konnten sich wohl nicht vorstellen, dass diese Stücke nicht etwa Teile verlorener Stadtbücher waren, also ursprünglich mal zusammengebunden waren, sondern dass man genau solche Formen in der Zeit angelegt und geführt hatte. Also das ist eben kein Fragment von etwas anderem, sondern das ist genau so gewesen und durch einen glücklichen Zufall eigentlich überliefert worden. Wird aber heute, wie gesagt, als Stadtbuchfragment bezeichnet und wird damit eben automatisch in die sozusagen Entstehungsgeschichte von Stadtbüchern eingeordnet. Das Problem dabei ist, dass die Bezeichnung als Stadtbücher eigentlich nicht besonders günstig ist, weil sie falsche Vorstellungen von der Entstehung und damit auch dem Charakter dieser Zeugnisse transportiert. Im Spätmittelalter, also das heißt im 14., 15. Jahrhundert, stellten Stadtbücher mit ganz unterschiedlichen Formen und Funktionen wichtige Arbeitsmittel der städtischen Verwaltung dar. Es gab Rechnungsbücher, Verfestungsbücher, Pfandbücher, Protokollbücher, Privilegienbücher und so weiter, um nur einige Typen zu nennen. Diese Stadtbücher waren Instrumente,
und daher auch Zeugnisse eines mehr oder weniger systematisierenden Verwaltungshandelns in den spätmittelalterlichen Städten, wie man das eben, das wissen Sie sicherlich, auch aus Lübeck dann später natürlich kennen. Also auch die Lübecker Stadtbücher sind eine ganz wichtige Quelle. Die von mir hier vorgeführten frühen Zeugnisse sind jedoch nur bedingt als Stadtbücher zu bezeichnen. Die Rostocker Beispiele sind zwar durch den an der Spitze der Stadtgemeinde stehenden Rat veranlasst worden, und spätere Beispiele enthalten auch viele Einträge, die sich primär auf zentrale Aufgabenfelder des städtischen Rates beziehen. Etwa Listen von Verfestigten, also von zur Verhaftung ausgeschriebenen Straftätern. Es ist aber sicherlich kein Zufall, dass die ältesten Einträge und auch die Masse der Einträge in diesen frühen Formen städtischer Schriftlichkeit Notizen von Privatgeschäften sind, wie die beiden vorgeführten Eheverträge. Und das ist im Übrigen, in Klammern gesagt, auch in Lübeck so. Also dieses älteste verlorene Stadtbuch enthält fast nur Privatgeschäfte. Es geht ja gar nicht so sehr um das, was den Rat eigentlich belangt. Die Initiative zur Niederschrift und entsprechend überhaupt zur Anlage solcher Dokumente ist somit auf Seiten der Bürger zu suchen, die sich zur Bestätigung bzw. Sicherung ihrer Rechtsgeschäfte an den Rat wandten. Hier kommt so eine ganz andere Geschichte zum Vorschein. Nicht die Frühgeschichte von städtischer Verwaltung, als die man diese Zeugnisse bislang bewertet hat, sondern ein zentrales Problem hochmittelalterlicher Stadtbewohner. Im Fall der beiden Rostocker Beispiele die Absicherung des gemeinsamen Besitzes der Ehegemeinschaft gegen eventuelle Ansprüche von Verwandten. Sieht man die vorhandenen frühen Zeugnisse städtischer Schriftlichkeit im Zusammenhang, dann treten die analogen Bedürfnisse, aber auch die vergleichbaren Lösungsansätze zutage, denen sie ihre Entstehung verdankten. Dazu muss man sich aber aus den allzu engen Bahnen der Rechts- und Verwaltungsgeschichte befreien. So hatte etwa, um nur mal so einen kleinen Exkurs an dieser Stelle einzuschieben, hatte noch Wilhelm Ebel und nach ihm die rechtshistorische Stadtbuchforschung die Kölner Schreinskarten aus der Vorgeschichte hansischer bzw. lübischer Schriftlichkeitsentwicklung ausgesondert. Also hat gesagt, das hat gar nichts damit zu tun. Warum? Vor allem, das hatte ich kurz angedeutet, weil die Kölner Beispiele eben nicht auf der Ebene der Gesamtstadt, sondern auf der Stadtbezirke, das heißt auf der Sondergemeinde, wie das in Köln heißt, geführt wurde, wohingegen nach der sozusagen rechtshistorischen Definition ein Stadtbuch ein Buch ist, das zentral von der Stadt geführt wird. Ob Sie das überzeugt, können Sie selber überlegen. Ein anderer Grund ist möglicherweise das, was man im italienischen Campanilismo nennt, also das heißt die Fixierung auf den Kirchturm, den eigenen Kirchturm natürlich. Es ist nämlich ein gewisser Lokalpatriotismus oftmals auch im Hintergrund, der einfach nicht akzeptieren kann, dass die Geschichte der eigenen sehr geschätzten Stadt letztlich in eine Geschichte eingebunden ist, die lange zurückführt und vor allen Dingen auch an andere Orte führt, im ganz konkreten Fall jetzt mal ins Rheinland, das mögen Sie mir jetzt verzeihen hier. Ja, wie gesagt, Ebel fährt die Krallen aus, wehrt das ab, aber ich denke, man muss da einfach mal ein bisschen nüchterner auf das Material schauen und feststellen, dass da eigentlich natürlich mehr Kontinuitäten sind. Wenn man nämlich die Perspektive umdreht und nicht so sehr auf die sozusagen weitere Geschichte schaut, sondern auf die hochmittelalterlichen städtischen Akteure blickt, dann sieht man eben, dass diese in Köln wie in Rostock einfach ihre Rechtsgeschäfte absichern wollten und dass sie dafür natürlich ein kommunales Gremium einsetzen, im Falle von Köln diese Sondergemeinde, im Falle von Rostock und später Lübeck und anderen Städten eben den Rat. Aber die Parallele wird natürlich deutlich, hoffe ich. Was damit gleichzeitig sichtbar wird, ist eine bislang verschüttete Genealogie städtischer Lebensformen. Vieles spricht dafür, dass die Kölner Schreinskarten nicht nur zeitlich am Beginn einer kommunal abgesicherten Rechtspraxis im deutschen Sprachraum stehen. Dass diese Praxis zusammen mit der Ausweitung des Handels nach Norden weitergetragen wurde, ist naheliegend. Wenn man sich vor Augen führt, dass hiermit eine zentrale Funktion der Stadtkommune weitergegeben wurde. Für mich ist es nicht schwer, mir vorzustellen, dass die Richtung Nord- und Ostsee ausschwärmenden rheinischen und westfälischen Kaufleute auch die gefundenen Lösungen für die sich in den Städten ergebenden Probleme mitbrachten. Also das heißt, hier haben wir sozusagen ein Phänomen von Kulturtransfer, würde man das heute nennen. Um an diesen Punkt zu gelangen, muss man jedoch einen weiteren Perspektivwechsel vornehmen. Der Zusammenschluss der Stadtbewohner zur bürgerlichen Eidgenossenschaft wurde lange Zeit fast ausschließlich im konfliktreichen Spannungsverhältnis zur fürstlichen Stadtherrschaft gesehen. Kommunales Handeln wurde damit gleichgesetzt mit der Ausweitung autonomer Handlungsräume, die idealerweise im Status der freien Stadt kulminierten.
dass die durch den Eid verbundenen Bürger, gleich ob in den Kölner Kirchspielen oder in den Ratsstädten des nördlichen Hanseraumes, für ihre Genossen eine weitere Leistung erbrachten, wird dabei meines Erachtens oft übersehen. Sie waren für den Einzelnen zugleich eine Alternative zu und im Zweifelsfall auch ein Gegengewicht gegen allzu zudringliche Verwandte. Das werde ich im Folgenden ausführlich jetzt eben am Beispiel Kölns zeigen, könnte das aber auch für Rostock weiterverfolgen. Kommen wir also zum nächsten Punkt, Wirtschaft und Verwandtschaft. Wir kommen hiermit wieder zum Beginn des schon am Beginn berührten Kreuzungspunktes von Verwandtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeschichte zurück. Sowohl auf dem vorgeführten Rostocker Pergamentblatt als auch in der Kölner Schreinskarte treffen wir nicht zuletzt auf die zentralen wirtschaftlichen Akteure der beiden Städte. Neben den spezialisierten Handwerkern, die durch die Produktion von Luxus- und Exportgütern zu großem Wohlstand gekommen sind, treten auch Zwischenhändler und Fernhändler in Erscheinung. Während wir aus den frühen Schriftquellen wenig über deren im engeren Sinne berufliche Tätigkeit erfahren, also über die Produktion der Handwerksgüter wie den eigentlichen Handel, kommt eine andere Seite ihres wirtschaftlichen Handelns umso deutlicher zum Ausdruck. Die Investitionen ihrer Gewinne in Immobilien, die intergenerationelle Weitergabe dieses Besitzes, also von den Eltern auf die Kinder, nicht zuletzt aber auch die kurz- und mittelfristige Kapitalbeschaffung durch Verpfändungen und die Betätigung auf dem entstehenden Rentenmarkt. So kann man in der Kölner Schreinsüberlieferung sehr gut nachvollziehen, wie man mit den immobilen Produktionsmitteln, also etwa Verkaufs- und Produktionsräumen, sowie Kellern und Lagerhäusern umging. Ich zeige stellvertretend für vieles nur den ersten Eintrag auf der ältesten Schreinskarte aus St. Martin von 1136. Die hatten Sie ja jetzt auch schon gesehen. Wie gesagt, hier erster Eintrag, ältester Eintrag in St. Martin. Wie gesagt, das ist jetzt rein illustrativ, Sie können das leider gar nicht lesen, aber Sie können theoretisch zumindest, ja, etwas groß, Entschuldigung, monumental, oben die lateinische Transkription und unten die Übersetzung dieses Eintrags lesen. Wie gesagt, erster Eintrag, das ist, wenn man so will, und das finde ich interessant, man muss sich klar machen, man hat nichts aufgeschrieben vorher und plötzlich kommt man auf die Idee, etwas aufzuschreiben. Deshalb ist die Frage, was ist das Erste, was man aufschreibt, natürlich interessant. Also im Fall von St. Laurens ist es noch, wie soll man sagen, noch dramatischer, aber auch hier. Das Erste, was aufgeschrieben wird, ist das. Und jetzt ganz kurz zusammengefasst, damit Sie das hier nicht lesen müssen. Ein gewisser Siegfried, so heißt es eben hier, hat seine Tochter Mathilde mit einer Mitgift anlässlich ihrer Hochzeit ausgestattet, indem er ihr die Hälfte des von ihm selbst bewohnten und bewirtschafteten Hauses überträgt. Mathilde und ihr Ehemann regeln ihre gemeinsamen Rechte an diesem Besitz, also das ist ja wieder so eine Art Ehevertrag. Zudem wird festgehalten, dass Mathildes Vater Siegfried den Keller des Hauses bis zu seinem Lebensende nutzen kann. Dieser scheint also für die wirtschaftliche Betätigung Siegfrieds wichtig gewesen zu sein. Welchen Beruf er nachging, erfahren wir leider nicht. Also Keller kann natürlich sowohl Lager für Handwerker sein, als auch Zwischenlager für Kaufleute, man weiß es eben nicht. Zum Verständnis dieser und weiterer Eintragung auf den frühen Schreinskarten und eben auch den Stadtbüchern im Hanseraum ist die Frage nach den Motiven zentral. Wieso haben die beteiligten Personen die vergleichsweise hohen Kosten einer Verhandlung vor den Amtleuten der Sondergemeinde auf sich genommen? Das hatte ich noch nicht erwähnt. In den Karten werden, also der Preis für so einen Eintrag ist ein Ohm Wein, das sind also etwa 150 Liter, ziemlich teuer, und ein Scheffel Nüsse, also das ist schwierig zu bestimmen, also ein, sagen wir mal, größeres Hohlmaß Nüsse, kostet so ein Eintrag. Viel Geld. Warum gibt man so viel Geld aus? Das ist also sozusagen die spannende Frage. Diese Frage ist umso relevanter, wenn man berücksichtigt, dass man das eben nicht eintragen muss. Also man muss das nicht vor den Amtleuten verhandeln, man kann. Also warum tun die das? Das ist natürlich die spannende Frage, die man eben auch in Rostock, Lübeck und so weiter stellen muss. Warum lassen die Bürger Dinge eintragen? Die Antwort muss man hier, wie in anderen Fällen, in den spezifischen Bedingungen der Mitgiftstellung und des sich anschließenden Ehevertrags suchen. Vor allem zwei Dinge sind auffällig, also in diesem Vertrag Siegfrieds und seiner Tochter und seines Schwiegersohns. Zum einen die lebenslangen Nutzungsrechte des Vaters am Keller des ganzen Hauses. Also er überträgt die eine Hälfte, aber der Keller, der gehört ihm selber, also beziehungsweise den nutzt er, den besitzt er selber bis zum Lebensende. Und der zweite Punkt, auch interessant, ist die explizite Erwähnung
der Kinder der Mathilde aus ihrer ersten Ehe, also die offensichtlich verwitwet, hat Kinder aus dieser ersten Ehe heiratet nochmal. Und hier wird explizit festgehalten, dass auch hier die Kinder aus der vorherigen Ehe bei der am Ende ihres Lebens stattfindenden Erbteilung berücksichtigt werden. Hieraus kann man ableiten, gegen wen sich dieser, und das ist immer so mein Vorgehen, ich frage immer, wer ist sozusagen der Gegner? Gegen wen will man sich schützen, gegen wen wehrt man sich? Also man kann hieraus ableiten, gegen wen sich dieser vor den Amtleuten verhandelte Zusatz richtete. Und zwar offensichtlich gegen den eventuellen Zugriff des neuen Schwiegersohns nach dem Ableben der Mathilde. Kann ja sein, dass die Mathilde zuerst stirbt, dann ist der Schwiegersohn nach Kölner Recht der Besitzer dieses gemeinsamen Eheguts. Und jetzt kommt dieser Passus zum Tragen. Jetzt werden nämlich zwei Dinge geregelt. Und zwar werden die Kinder aus der ersten Ehe geschützt und es wird das Zugriffsrecht sozusagen des Großvaters auf den Keller geschützt. Also das ist der zentrale Punkt. Wenn man das kurz zusammenfassen will, dieser, und das kann ich jetzt für alle anderen eigentlich auch genauso durchspielen, dieser, bei diesem Eintrag ist ganz klar zu beantworten, warum gehen die dahin, warum zahlen die so viel Naturalien, um das eintragen zu lassen, und zwar weil sich Siegfried möglicherweise mit Beratung seiner Tochter gegen die potenzielle Bedrohung durch den Schwiegersohn, ja, so muss man es formulieren, und so wird es dann auch in Rechtsstreitigkeiten später dann erkennbar, schützen wollen. Das heißt, was passiert, und das ist jetzt sozusagen die zentrale These, wenn man so will, meines Vortrags, die Familie bedient sich der Sondergemeinde, also sprich dieser kommunalen Organisationsform, um sich gegen potenzielle Erbansprüche, potenzielle Zugriffe anderer Verwandter zu schützen. Also ganz konkret hier gegen den Schwiegersohn. Und genau diese Funktion, also das heißt der Schutz gegen die Ansprüche anderer, wird für diese Verhandlung vor den Amtleuten in Köln in einer sehr interessanten Quelle ganz explizit auch gesagt. Es handelt sich um das sogenannte Niederricher Weistum. Also es ist so eine Art Beschreibung des Rechtsstandes, der eben in dieser Sondergemeinde, also in dieser Distriktgemeinde Kölns gelten soll. Und dieses Niederricher Weistum aus der Mitte des 12. Jahrhunderts formuliert explizit, das sehen Sie hier wieder im Lateinischen und im Deutschen, wer aber irgendein Erbe vor uns erwirbt und uns unseren Rechten entsprechend dafür entlohnt, also das heißt die entsprechenden Wein- und Nusszahlungen leistet, dem werden wir zu Hilfe kommen und ihn verteidigen gegen jedweden Widersacher. Die Einbeziehung, das ist sozusagen jetzt, wenn man das zusammenfasst, das ist die Quintessenz, die Einbeziehung der kommunalen Institutionen erfolgt somit, damit diese die Akteure im Konfliktfall gegen Ansprüche eventueller Widersacher unterstützen. Erinnert sehr stark übrigens auch an die Formulierung, die wir aus Rostock-Stamm kennen. Also das heißt, gegen stärkere Ansprüche verteidigen möchte der Rat dort oder verspricht der Rat dort. Um es auf den Punkt zu bringen, die frühen Zeugnisse städtischer Schriftlichkeit dokumentieren, dass sich städtisch-bürgerliche Akteure auf diese Weise der Unterstützung der Stadtgemeinde beziehungsweise im Kölner Fall der Sondergemeinde gegen Personen versichern, die man als Verwandte bezeichnen kann. Deutlich wird also, dass Verwandte von den Zeitgenossen nicht automatisch als solidarische Kooperationspartner vorausgesetzt werden. Ein guter Grund übrigens für uns, ebenfalls weniger romantisch idealisierend auf die Bedeutung von Verwandtschaft im Mittelalter zu blicken. Noch etwas stärker zugespitzt könnte man formulieren, dass hier die künstliche Gruppenbildung der Kommune gegen vermeintlich natürliche Sozialbeziehungen gesetzt wird. Also sozusagen Kommune gegen Verwandte. Dabei sind in vielen Fällen vor allem die Schwiegerverwandten im Visier der frühen Eintragungen. Also das heißt Schwiegersohn, aber auch die Eltern des Schwiegersohns, Seitenverwandte und so weiter. Doch eben keineswegs nur diese. Also es geht nicht nur um die Schwiegerverwandten. Einige Eigenheiten des frühen städtischen Erbrechts scheinen eben ein besonderes Problem dargestellt zu haben, gegen das man sich gleichfalls durch Aufrufen der kommunalen Solidarität schützte. Auch hier hat sich die stadthistorische Forschung lange vor allem auf die stadtherrliche Bindung des Immobilienbesitzes beziehungsweise sogar die leibrechtliche Einschränkung der Freiheit der städtischen Akteure konzentriert. Für die wirtschaftlichen Akteure in den hochmittelalterlichen Städten war eine andere Beschränkung, also als die durch den Stadtherrn, ihrer freien Verfügung jedoch mindestens so hinderlich, wenn nicht sogar noch störender. Die Bindung des Besitzes an die Verwandtschaftsgruppe, also das ist eben der zentrale Punkt.
In der besonders dichten Kölner Schreinsüberlieferung kann man diese am Beginn der Entwicklung stehenden rechtlichen Rahmenbedingungen besonders gut erkennen. Die rechtshistorische Forschung hat dafür drei Fachbegriffe entwickelt, die aber eigentlich letztlich das Gleiche meinen. Also im Endergebnis, wenn man so will. Das eine ist das Wartrecht, das zweite ist das Rückfallrecht und das dritte ist die sogenannte Verfangenschaft. Alle drei bedeuten letztlich eine Einschränkung der Transaktions- und Verfügungsgewalt eines Immobilieneigentümers. Kurz gesagt, sie führten dazu, dass er ohne die Zustimmung seiner Verwandten nicht verkaufen, tauschen, verpfänden oder mit Renten, also kurz gesagt mit Hypotheken, belasten konnte. Das Wartrecht bedeutete dabei, dass alle potenziell erbberechtigten Personen etwa einem Verkauf zustimmen mussten. Im Falle eines Ehepaars, also sowohl deren Kinder, aber auch die Eltern der Eheleute, die Großeltern sollten diese noch leben, die Geschwister der Eheleute, deren Kinder wiederum und so weiter. Also theoretisch die gesamte, zum Teil unübersichtliche und vor allem ausufernde Verwandtschaftsgruppe natürlich. In den entsprechenden Eintragungen, in diesen frühen Schreinskarten und Schreinsbüchern, wird daher immer festgehalten, wenn es um eine Übertragung geht, also um einen Verkauf zum Beispiel, dass die Verwandten auf das mit dem Wartrecht verbundenen eventuelle Erbrecht verzichtet haben. Also die sagen sozusagen, wir verzichten auf dieses Recht. Das sogenannte Rückfallrecht, das ist der zweite rechtshistorische Terminus, wurde oben schon berührt, ohne dass ich das so genannt habe. Es bedeutet, dass das Erbe eines kinderlosen Ehepaares nach dessen Tod an die Herkunftsfamilie zurückfallen sollte. Damit also dem überlebenden Ehepartner entzogen wurde. Das heißt ganz konkret, wenn der Mann stirbt, dann wird das Erbe des Mannes nicht an die Frau weitergegeben, sondern es fällt zurück an die Familie des Mannes. Es gibt dann noch die Unterscheidung zwischen Kauf und Erbgut, aber das lassen wir hier mal erst beiseite. Und auch das ist eben, also wie gesagt, dieses Rückfallrecht ist etwas, was das Besitzrecht des Ehepaars natürlich beschränkt. Verfangenschaft, das letzte zur Vollständigkeit, ist schließlich das Recht der Kinder eines Ehepaars am Besitz der Eltern. Das heißt, die Eltern dürfen, wenn sie Kinder haben, nicht mit ihrem Besitz tun, was sie wollen, sondern sie müssen eigentlich immer die Kinder als potenzielle Erben um Erlaubnis fragen. Wie gesagt, das habe ich jetzt ganz kurz und auch vielleicht ein bisschen bewusst unübersichtlich gestaltet. Es gibt eben mehrere Rechtsansprüche. Letztlich geht es aber immer um das Gleiche. Es geht darum, eine Person darf ihren Besitz nicht frei veräußern, eintauschen und so weiter. Was auch klar ist, vermute ich zumindest, dass das durch diese etwas vielleicht unübersichtliche Darstellung, was auch klar ist, dass das für die Akteure natürlich ein Problem ist. Also es ist ein Problem, wenn ich mit meinen Immobilien handeln möchte, wenn ich immer meine Sippschaft ganz kurz zusammengefasst um Erlaubnis fragen muss. Und das ist vor allen Dingen deshalb ein Problem, weil eben diese Immobilien nicht nur sozusagen selbstgenutzte Häuser sind, sondern es geht auch natürlich um Investitionsobjekte. Das heißt, ich kaufe, wenn ich eben Geld übrig habe, kaufe ich Immobilien auf. Die möchte ich aber natürlich auch wieder verkaufen, wenn ich jetzt plötzlich Kapital brauche, um, sagen wir mal, ein besonders günstiges Geschäft abzuschließen. Oder ich muss relativ schnell Kapital, ob als Handwerker oder als Kaufmann, aufbringen. Das kann ich tun, indem ich mein Haus verpfände gegen den bestimmten Besuch. Das kann ich aber auch tun, indem ich eine Rente auf das Haus lege und so weiter. Alles das sind wichtige Instrumente für den entstehenden Handel in dieser Zeit oder für das Wirtschaftsleben, das städtische Wirtschaftsleben in der Zeit. Und für alle diese Instrumente ist das potenzielle Einspruchsrecht der Verwandten ein Problem. Das ist sozusagen der zentrale Punkt. Also wenn man frei handeln will mit seinen Immobilien, also sprich mit seinem investierten Kapital, dann muss man das irgendwie ausschalten. Und wenn man das jetzt sozusagen, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu beschleunigen, weil wir am Ende der Zeit schon sind, was man jetzt erkennen kann in dieser Kölner Schreinsüberlieferung, die sehr, sehr dicht ist, sind halt zwei Prozesse, der eine oder zwei Vorgänge. Der eine ist der, den Sie schon kennengelernt haben. Das heißt, die Immobilienbesitzer nutzen die Möglichkeit, sich der Versicherung der Kommune sozusagen, jetzt habe ich den Satz vermurkst nochmal, also die Immobilienbesitzer nutzen die Möglichkeit, sich durch die Kommune unterstützen zu lassen, um diese Ansprüche der Verwandten zurückzudrängen. Die holen nämlich ihre ganzen Verwandten zusammen und lassen die vor der Kommune ein für alle Mal auf bestimmte Rechte eben verzichten. Damit ist das sozusagen befreit, wenn man so will, das Immobilienobjekt, und man kann es verpfänden, verkaufen und so weiter, wie man will. Das wird eingetragen mit dem Zeugnis der Amtleute, später dann mit dem Zeugnis der Ratsherren, und damit ist das vor Gericht gesichert.
Das ist der eine Prozess. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die kann ich jetzt nicht alle vorführen, Strategien, wie man diese Einflüsse der Verwandten zurückdrängt. Das ist eben der zentrale Punkt. Der zweite Prozess, das ist etwas, was sich langfristig entwickelt, ist, dass diese drei Ansprüche, wenn man so will, der Verwandten auf die Immobilienbesitzer sozusagen systematisch zurückgedrängt werden. Also in Köln kann man ganz gut beobachten, das Wartrecht ist Ende des 13. Jahrhunderts eigentlich verschwunden, das Rückfallrecht, sagen wir mal, in der Mitte des 14. Jahrhunderts und so weiter. Und am Ende, sagen wir mal so, irgendwie so um 1500 herum, kann man nicht so genau präzise natürlich datieren, sind diese alten, letztlich aus der vorschriftlichen Zeit resultierenden Ansprüche der Verwandten abgelöst. Also die sind verschwunden eigentlich. Also das heißt, diese beiden Prozesse kann man erkennen. Ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen und versuche nochmal klar zu machen, wo was hier eigentlich sozusagen auf dem Spiel steht. Was ich versucht habe, das ist leider immer komplizierter, als ich gerne möchte, weil es einfach nicht so ganz einfach zu erklären ist, worum es mir da eigentlich immer geht. Also ich habe versucht, Ihnen sozusagen einen Einblick zu verschaffen in meine Forschungen, die ursprünglich mal bei Köln begannen und jetzt eben mittlerweile sich im Hansaraum schon fortsetzen. Und es geht eben hier ganz konkret jetzt um die Kombination, wenn man so will, aus Verwandtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeschichte. Worum es primär geht, das hatte ich am Anfang gesagt, ist darum, sozusagen diese Generalprämisse vom Mittelalter als durch Verwandtschaft im positiven Sinne geprägte Welt einfach mal zu überwinden. Also der mittelalterliche Mensch denkt keineswegs immer nur im Rahmen seiner Verwandtschaftsgruppe. Vor allen Dingen, und das ist der Punkt, den habe ich jetzt hier nur am Rande passiert, vor allen Dingen gibt es eigentlich keine größeren, also zumindest im nordeuropäischen, sprich im deutschsprachigen Raum, keine größeren Verwandtschaftsgruppen, die relevant sind für die Akteure. Das konzentriert sich eigentlich, seit man das in den Schriftquellen fassen kann, eigentlich alles auf das Ehepaar. Also das Ehepaar, wenn man heute würde man sagen, die Kernfamilie, Ehepaar und Kinder, das sind die wichtigen Bezugspunkte und das ist die Gruppe, wenn man so will, auf die sich das Handeln der Leute richtet. Die anderen, sprich das, was man vielleicht früher so Großfamilie genannt hat, die werden systematisch rausgedrängt. Unter anderem eben hier fassbar in diesen frühen schriftlichen Notizen vor den kommunalen Amtsträgern. Man versucht, deren Rechte zu beseitigen. Das ist deshalb interessant, weil es eben in anderen Regionen Europas ganz anders ist. Also in Italien zum Beispiel haben wir relativ große Verwandtschaftsgruppen, die sich Case, also Häuser, oder Linaggi, also das heißt Dynastien, Stämme nennen. Und die kooperieren wirklich in dem Sinne, wie man sich das früher vorgestellt hat. Das heißt, die besitzen Dinge gemeinsam mit großen Verwandtschaftsgruppen. Nördlich der Alpen gibt es das eigentlich nicht, sondern man versucht, den Besitz zu befreien. Und das ist der zentrale Punkt. Man versucht, den Besitz zu befreien von der Bindung an die Verwandtschaftsgruppe. Sozusagen der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man, wenn man diese frühen Zeugnisse aus sozusagen von ihrem Status als Vorgeschichte des Stadtbuchs befreit, dann kriegt man einen anderen Blick auf diese Dokumente. Das heißt, man kann sozusagen versuchen, eine, nicht die allereinzige, aber eine Antwort auf die Frage zu geben, warum um alles in der Welt, das muss man sich ja klar machen, warum fängt man um 1130 an, sowas aufzuschreiben? Es gibt noch andere Antworten, kann ich gleich gerne in die Diskussion darauf eingehen, aber eine Antwort ist auch die. Die haben offensichtlich verstanden, sie können sich sozusagen durch diese kommunale Gruppe, sprich durch diese Sondergemeinde oder später durch die Stadtgemeinde, schützen gegen den Anspruch irgendwelcher Verwandten, die angelaufen kommen könnten. Und das ist der Punkt, das hatte ich hier eben auch aus Zeitgründen ausgelassen, das tun die Verwandten auch. Also es gibt zahlreiche Prozesse, wo eben die Seitenverwandten angerannt kommen und sagen, Moment, du darfst das gar nicht verschenken, verkaufen, weitergeben, wir haben ein Anrecht darauf. Und das, um das sozusagen abzusichern, um sozusagen vor Gericht am Ende Recht zu bekommen, also eben frei über den Besitz zu verfügen, nutzt man Schriftlichkeit. Und das ist einer, wie gesagt, einer, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum man in der Zeit in Köln eben in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in den später gegründeten Hansestädten dann eben wahrscheinlich am Beginn des 13. Jahrhunderts beginnt, solche eigentlich privaten Geschäfte vor der Gemeinde aufzuzeichnen. Vielen Dank.